Ja, hallo. Könnt ihr mich hören, ja? Da, danke, dass ihr alle hier seid und demonstriert, und danke an alle, die vor dem Reichstag gestanden haben. Ich will zwei, drei Sachen sagen. Zum einen, in den letzten Tagen und Wochen kam viel raus, wo überall überwacht wird, wer alles überwacht wird. Und vieles von der Berichterstattung war, die Kanzlerin wird überwacht, die Politiker werden überwacht, jetzt gestern erst wieder, die Reisebewegungen von Diplomaten werden überwacht, damit ihre Zimmer verwanzt werden, Wirtschaftsspionage. Was dabei immer wieder ins Hintertreffen kommt, ist die große Gefahr für die Zivilgesellschaft. Es sind nicht nur Politiker, es sind nicht Unternehmen, es sind nicht Diplomaten, die überwacht werden, sondern wir alle, jeder Einzelne und jede Einzelne, die hier stehen, wir werden tagtäglich überwacht. Und diese Überwachung soll nicht abnehmen, nach dem, was wir jetzt wissen und auf Grundlage der Proteste, sondern ungeachtet dessen, was wir hier erfahren und ungeachtet des sich organisierenden Protests, wird die Überwachung immer mehr. Die große Gefahr dabei ist die Schere im eigenen Kopf. Viele laufen immer noch rum und sagen, naja, ich habe ja nichts zu verbergen. Na gut, wenn sie die Merkel abhören, das ist vielleicht nicht gut, aber ich persönlich, was wollen die mir schon? Viele haben noch nicht verstanden, was das bedeutet. Ich habe Freunde, die dürfen nicht in die USA einreisen, aus irgendwelchen Gründen. Haben die das jetzt schon mit der Veranstaltung? Kleine Pause, es geht gleich weiter. Sabotage! Was ist nichts Neues? Die USA sorgen doch für eine stabile Energieversorgung. Ich sehe doch mein Handy noch hier. So, der Strom ist wieder da. Stromausfall genau um Leadtime 13:37 Uhr. Ist Futter für alle Verschwörungstheoretiker. Also, ich kenne Menschen, die dürfen nicht in die USA einreisen. Und das ist kein Sonderfall. Ich denke, jeder von euch kennt solche Menschen, auch wenn ihr das vielleicht nicht wisst. Weil die wenigsten haben es ausprobiert in den letzten 2 Jahren, ob sie noch einreisen durften. Und wenn ich das plötzlich weiß, darf ich denen noch auf Facebook schreiben? Darf ich in meinem Kommunikationsverhalten ersichtlich machen, dass ich denen nahestehe? Darf ich mich mit denen über politische Themen unterhalten? In dem Moment, wo Datenbanken angefertigt werden mit Menschen, die politisch auffällig sind, verändern wir alle unser Verhalten. Wir überlegen uns bei jeder einzelnen Handlung, bin ich politisch auffällig? Und das, was wir gerade erleben, jeder könnte theoretisch sagen, naja, dann gehe ich halt nicht auf Facebook. Das ist für viele eine Illusion, aber unser Kommunikationsverhalten im Netz, das können wir noch in gewissem Maße können wir das noch beeinflussen. Wir könnten jetzt alle anfangen zu verschlüsseln. Aber es wird ja schon groß geworben, wir sollen alle die DE-Mail benutzen. Und solche Dinge werden Standards. Standards, dass auch künftig Post, die bisher noch als Papier zu mir kommt, elektronisch zu mir geliefert wird.
Und es ist jetzt, glaube ich, 6 Monate her, irgendwann im März war es, da kam raus, die E-Mail ist so konstruiert, dass sie genau einmal auf dem Weg verschlüsselt werden soll, vom Absender zum Empfänger. Das soll keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sein, sondern auf dem Server des Betreibers wird die Mail einmal entschlüsselt und dann wieder verschlüsselt und zu mir weitergeschickt. Angeblich, um auf Viren zu überprüfen. Damals haben wir schon gelacht und haben gesagt, warum? Überlasst uns die Verschlüsselung. Ja, und vor einer Woche kam raus, dass das Beratungsunternehmen, das die E-Mail mitentwickelt hat, ein Dienstleister der NSA und der CIA ist. Da ist doch klar, wo das hingeht. Und wir hatten schon mal Zeiten, da wurden Briefe geöffnet. In allen Teilen Deutschlands. Jeder einzelne Brief und aufgemacht und gelesen und dann wieder zugemacht. Wollen wir da wieder hin? Nein, da wollen wir natürlich nicht wieder hin. Und jemand wie Edward Snowden oder Chelsea Manning, die geben uns jetzt Signale. Sie sind Whistleblower und Whistleblowerinnen, die uns jetzt gerade warnen. Das sind keine Straftäter. Das sind Menschen, die sich auf einen übergesetzlichen Notstand berufen dürfen. Und solchen Menschen müssen wir bei uns kein Asyl, sondern Aufenthaltsrecht oder die Staatsbürgerschaft geben. Interessant bei der Diskussion ist, wenn es um Aufenthaltsgenehmigungen und Abschiebegefahr für Edward Snowden geht, dass die zwei Minister, die darüber entscheiden könnten, ob Edward Snowden abgeschoben wird, sind Frau Leuthauser-Schnarrenberger und Herr Westerwelle, zwei FDP-Politiker, einer Partei, die mal für Bürgerrechte stand, einer Partei, die nicht mehr in den Bundestag gekommen ist und die selbst jetzt in den letzten Tagen ihrer Amtszeit bis zur neuen Regierung, obwohl sie wissen, dass sie der neuen Regierung nicht angehören, nicht die Größe haben zu sagen, wir sind die Bürgerrechtspartei, wir beide, der Außenminister und die Justizministerin, wir entscheiden, dass eine Auslieferung von Edward Snowden nicht in Frage kommt, dann könnte er problemlos hier einreisen und wäre sicher. Also, lasst uns weiter in die Trillerpfeifen reinblasen, lasst uns Demonstrationen organisieren und die Menschen aufrütteln, damit sie erkennen, welche Riesengefahr auf uns zukommt. Lasst uns gemeinsam den Kampf kämpfen, um sie abzuwenden. Vielen, vielen Dank.